Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Palia. Heute würde ich gerne mal ein wenig etwas abgeben wollen. Und zwar ist es die Quest mit Gina, wo man doch in diesem Bergbau oder was es da ist, die Ressourcen hinbringen soll. Ich habe nämlich ein paar, damit die weg sind und ich mich dann um den Rest kümmern kann. Nein, davon gibt es noch viel, viel, viel zu tun. Aber ich versuche das halt immer nur so nebenbei zu machen, ne? Das ist jetzt kein gewolltes Sammeln, sondern eher so ein, oh, cool, ich hab's gefunden, Sammeln. Gut, okay, wir gehen jetzt mal hin. Ich glaube, das war sogar in der Nähe von Gina, ne? Zu Hause. Ich war schon lange nicht mehr da gewesen, deshalb habe ich jetzt keinen Plan. Aber, hoppala, das Spiel ruckelt ein wenig. Aber wir gehen mal ganz kurz zu Ziki in den Laden. Geniata. Ja. Hi. Willst du nur dastehen und mich anstarren oder hast du etwas zu sagen? Was willst du erstmal haben? Dies ist die perfekte Jahreszeit für Dorngänseblümchen. Und sie sind zufällig einer meiner Lieblingsblumen. Okay. Ich war lange auf und habe gestern Abend einen langen Spaziergang gemacht. Hoffentlich sieht meine Mutter nicht, wie ich mich durch das Fenster durchschleiche. Good. Eigentlich streichten sie das. Was? Hoffentlich tut sie es und es beschämt sie. Okay. Ugh. Back to being bored. Komm, wir reden auch nochmal mit Hekla. Entschuldige, wenn ich abgelenkt wirke. Ich spiele gerade mit einer Gedankenschach und wir stehen kurz vor der Entscheidung. Okay, cool. Gina erwähnte einen Fisch namens Schirmflosse, den sie gerne näher untersuchen würde. Unter uns gesagt handelt es sich dabei um nichts Besonderes. Aber ich denke, Gina sollte das am besten selber lernen. Hast du schon den Ort gefunden, an dem ich erweckt wurde? Er ist gleich hinter dem Hügel da drüben. Die Sachen meiner Meisterin befinden sich nicht mehr in der Gegend. Naja, von mir mal abgesehen. Ich denke, ich bin noch immer ihr Eigentum, obwohl sie nicht mehr lebt. I will be here. Ja, ach Gottchen. Ja, gut, wir gehen weiter, sonst wird es hier überhaupt nichts. Ach, Gina. Still chasing that groundbreaking discovery. Ja. Ich wollte zum Machima gehen, aber als ich am Tor ankam, war ich wie erstarrt. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich geriet in Panik, als ich sah, wie viele Leute dort waren. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wirklich, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Naja, gut, mir geht es nicht so, aber ich kann es mir vorstellen. Nicht, dass ich will, dass du dir Sorgen machst. Ich bin nur erleichtert, dass ich nicht die Einzige bin. Ich konnte noch nie gut mit Menschenmengen umgehen. Deshalb muss ich mich in der Regel mental vorbereiten, bevor ich mich auf sie einlasse. Ich war in letzter Zeit so sehr mit meinen Recherchen beschäftigt, dass ich nicht dazu gekommen bin, das zu tun. Ich finde es schade, dass ich den Machi-Markt verpassen werde, aber hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Es ist so schwierig, Hekla etwas zu schenken, das sie wirklich mag. Immer wenn sie um ein Geschenk bittet, geht es um etwas, das mir gefallen würde. Aber ich habe sie dabei erwischt, wie sie Daisies angestarrt hatte, als wir auf dem Feld waren, als so denke ich, dass sie die mag. Okay. Good observations. Keine Ahnung, was ich da gerade zusammengelesen habe. So, zu Seki wollten wir ja schnell. Quatsch, dran vorbeigelaufen, ne? Guten Morgen, Fanny. So, ich habe nämlich eine Münze. Super. Mal sehen. Weizensamen. Naja, gut. Immerhin. So, jetzt gehen wir aber dahin, wo wir hin wollten. Ich glaube, wartet, nee, das war hier lang irgendwie. Wobei, wartet mal, zu Musik in meinem Ohren mit Batru haben wir ja auch noch. Batru? In welcher Scheune? In dieser hier? Ne, das ist doch sein Haus. Wartet mal, die Scheune ist doch hier. Und da komme ich nicht rein, oder wie? So, wir sind drin. Oh, ist die schön.
Oh, ist die schön. Baltro, wir reden gleich. Ich muss mich erstmal... Ach, guck mal. Das ist doch die Laute, oder? Baltro, ich bin gleich bei dir. Ich wollte mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was ich gebrauchen könnte. Oder was ich haben darf. Besser gesagt. Nee, ne? Na gut, Baltro. Grow any new vegetables? Animals? Minerals? Du bist hier. Und auch noch pünktlich. Bitte lach jetzt nicht, aber ich habe ein Lied für Delia geschrieben. Unser 25. Jahrestag steht bevor und ich kann ihr nicht einfach wieder ein paar Socken schenken, wie sonst. Du hast nicht gemerkt, dass das mit dem Socken ein Witz war, oder? Sie ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Also muss das Lied auch super sein. Und da kommst du ins Spiel. Ah? Hier, ich zeige dir, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. When I first met Delia, I was greener than the onions in spring. Kannte nur blöde Witze und war unsensibel. Aber sie öffnete mir die Augen für das, was mich jetzt packt. Unsere Liebe wächst mit jeder Stunde, jedem Tag und jedem Jahr mehr und mehr. Und weiter kam ich nicht, bevor ich meine Schreibblockade hatte. Ui. Mit Gemüse und Obst, Metaphern kann man nichts falsch machen. Vielleicht etwas über Familie? Immer schon romantisch? Ich weiß nicht. Oder immer schön romantisch. Oh ja, immer schön romantisch. Wuhu! Ihre Liebe gibt mir das Gefühl, stärker zu sein als der stärkste alte Baum. Ich kann jedes Hindernis überwinden, solange sie an meiner Seite ist. Aha. Also, was meinst du? Du solltest dieses Lied für Delia aufführen. Meinst du, aber es ist noch nicht perfekt. Delia, mein Gott, verdient nur das Beste vom Besten. Ich brauche noch mehr Zeit. Hm. Vielleicht in ein paar Jahren oder ein oder zwei Jahrzehnten? Ich weiß nicht, irgendwie ist mir mein Selbstvertrauen abhandengekommen. Entschuldige, Sprosse? Ich enttäusche dich nicht gerne, aber wenn man älter wird, geht man nicht mehr so leicht Risiken ein. Okay. Ich habe von einem Witz erzählt, dass der Hodari tatsächlich zum Lachen gebracht hat. Willst du ihn hören? Warum ist der Bade auf einer Leiter aufgetreten? Er wollte auch die höheren Noten erreichen. Ah. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob Hodari mit mir über mich gelacht hat, aber es war schön, das Lachen zu hören. Ja, das glaube ich. Ich kann nicht glauben, dass Zeki den Preis für Baumwollsamen schon wieder erhöht hat. Wenn das so weitergeht, müssen wir Baumwolle aus unserer Fruchtfolge nehmen. Okay. May your gardens be weed-free. Musik in meinen Ohren, Fortsetzung folgt. Wie cool ist das denn? So, ich mach mal ganz kurz ein Foto von ihm. So. Dann einmal natürlich im Album speichern. Wo ihr das ja findet, das habe ich euch ja in einem kleinen Tutorial beschrieben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne reinschauen. So, kehre zum Dorf zurück. Mach ich. So, so einen hätte ich auch gern zu Hause. Vor allem, ich frage vorhin, warum, ob ich nicht hier reinkomme und hier ist doch ein Tor. Ich mal wieder, ne? So, ich wollte jetzt eigentlich ursprünglich ja zu Gina. Also in diese Dingens, aber ich bin jetzt irgendwie raus, ne? Warte mal. Wir müssen irgendwie irgendwo hier hin. Ach, ich werde es schon finden. Was soll der Geiz? Irgendwo hier, ne? Meine Güte. Mal, da ist der Wasserfall. Ich bin jetzt total verwirrt. Nee, das war hier nicht. Ach, ich hab wartet. Wenn ich schon mal was plane, dann komme ich auch mal vom Weg ab irgendwie. Keine Ahnung. Aber es ist halt nur im Spiel so, ne? Das ist jetzt nicht in wahrem Leben so.
wartet. Einmal einsammeln hier. Weil das bringt mir auch Geld. Das ist auch nicht schlecht. So. Wo ich eigentlich immer ganz selten bin, ist bei einer. Da müsste ich echt mal öfters hin. Lehm. Habe ich noch genug Lehm? So viel dazu, ne? Da plant die Fanny was. Und macht wieder komplett was anderes. So. Nee, das sind immer nur diese Grashüpfer, die brauche ich eigentlich nicht so viel. Huch! Ich wollte jetzt eigentlich nur meine Waffe wegmachen. Das habe ich gerade wieder überlegt. Ja, toll, dass ich jetzt voll im Kreis gelaufen bin. Aber hey, so hier meinte ich eigentlich. Ich glaube, das war doch hier, oder? Ich hoffe. Im Tempel des Nachthimmels, genau, so hieß das. Ja, genau, hier ist es. So, denn die Entwickler, also Singularity 6, meine Güte, die haben ja jetzt eine Aktion zu laufen. Und zwar haben wir gestern von denen Austern bekommen, geschlossene Austern, 10 Stück. Und da war eine grüne Kugel drin und die möchte ich gerne natürlich gleich... Ach, das habe ich schon abgegeben. Okay, gut, dann... Genau, hier, diese grüne Perle habe ich bekommen. Nein, habe ich die nicht mitgenommen, ich Idiot. Aber das habe ich mitgenommen. Shit. Ich habe die grüne Perle vergessen. Ach, Mano, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Gut, egal. Grüne Perle, verdammt. Wisst ihr was? Dann reisen wir nochmal schnell nach Hause. Scheiße. Da habe ich die grüne Perle vergessen. Mann. Auni ist hier. Okay. Einen Moment, Auni. Ich komme gleich. Ach, die Schnecke habe ich auch nicht abgegeben. Ach, Mano. Also, ich habe aber auch einen Kopf wie ein Sieb, oder? Das. Schnecke. So, und dann wollte ich noch die grüne Perle mitnehmen. Ganz unbedingt. Da ist er. Die Schnecke habe ich aber jetzt gerade irgendwie auch nicht gesehen. Na, ist egal. Auni? Was ist los, mein Freund? You seen any cool bugs? Hallo, also ich habe dich und Dad nicht aus Versehen belauscht. Das verspreche ich. Ich habe gerade eine meiner Rauchbomben von der Scheune abgeworfen und war auf der Suche nach ihr. Und da habe ich zufällig gehört, worüber ihr beide euch unterhalten habt. Zu eurem großen Glück habe ich die Lösung. Ich hoffe, es ist wichtig. Und was fällt dir dazu ein? Wir stellen einen Selbstvertrauensglücksbringer für ihn her. Ich habe mich vorhin in der Bibliothek umgesehen und ganz hinten dieses super coole Buch gefunden, das einem genau erklärt, wie das geht. Da, schau, man braucht nicht mal besonders viele Zutaten und wahrscheinlich ist es auch nur ein ganz klein wenig illegal. Wie bitte? Illegal? Gute Idee. Denkst du wirklich, dass es funktionieren wird? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, oder? Ich weiß, dass du, dass Musik vielleicht nicht sein Weg ist, aber man darf doch Hobbys haben, oder? Ein Versuch ist es wert. Aha. Ja, okay. Hier habe ich die Liste mit den Zutaten. Komm einfach zu mir, wenn du alles hast. Dann machen wir das Ritual. Bis dann.
Oh, gotta run. Mom's calling. Alles klar. So, ich guck mal ganz kurz. Nein, alles klar. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal hin. Genau, wunderbar. Hoppala. Erstmal gegen die Mauer geflogen. So, Gina, wir sehen uns gleich. Ich finde den Weg sehr schön, eigentlich. Von den Steinen und so. Nee, ich laufe mal hier lang. Eisenerz hätte ich doch eigentlich auch zu Hause, ne? Also, was brauche ich denn für Aunis Sache? Feuerspuckende Libelle? Von Strömung durch... drungenes Holz und Seinfeen. Ach du meine Güte, das sind doch aber übelste Zutaten. So, die Schnecke abgeben und die grüne Perle bitte. Fanny, nicht vergessen. So. Okay, also, da habe ich nichts. Da ist die grüne Perle, die will ich beitragen. Und die Schnecke. Ja, nice. Sehr gut. So langsam mache ich mich, oder? Also hier habe ich 1 von 4, 2 von 4, 1 von 4. Naja, geht doch. Geht doch. So. Gut, meine Lieben, weg mit euch. Ihr könnt nach Hause schlafen gehen. So. Dann hätten wir das nämlich auch. Oh, das baue ich auch mal gleich ab. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch habe. Nehmen wir das doch auch gleich mit, oder? Wenn die schon mal hier sind. Da drüben ist auch noch ein bisschen was. Die Geräusche immer. Ich finde die witzig. Jemand hier? Nee, ne? Die sind jetzt alle im Bett und schlafen. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Und dann gucke ich mal nach dem Eisenerz auf jeden Fall.
Und ich könnte ja theoretisch auch diese ungewöhnlichen Käfer abgeben, glaube ich. Du kommst hier aber auch mega hart vor, wa? Ich hoffe, er hat das nicht gesehen. Oder guckt sich keines meiner Videos an. Perfekt. So, Kupfererz, ja. Was ist das hier? Kupfererz. Genau, 4 wollte die haben. Ich habe doch 8. Nee, das ist... Nee, wartet mal. Ach, Eisenerz, ich Idiot. Ja, ja. Nee, nicht Kupfererz, Eisenerz. Echt? Habe ich nur noch einen? Verdammt. Die habe ich alle verarbeitet. Oh nein. Na gut, dann muss ich tatsächlich nochmal, nochmal Dingens machen, wisst ihr? 2, 3, 4. Wie viel waren das jetzt an ungewöhnliche Käfer? Ach so, Käfer. Ah. Das mal. Du bist ja kein Käfer, ne? Du bist ein Schmetterling. Okay. Hä? Wartet mal. Jetzt doof. 3 von 4. Nein, fortfahren. 3 von 4? Was? Was ist mit dir? Immer noch 3 von 4. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Drei von vier? Naja gut, du bist ja auch kein Käfer, ne? Du bist ein Würmchen und du bist ein Schmetterling. Aber ein Tausendfüßler? Du bist doch auch kein Käfer. Ich habe keine Ahnung. Na gut. 3 von 4. Seltsam. Die anderen, die gehören, also die zählen nicht mit. Aha, okay, gut. Da ist irgendwas jetzt bei, was doch noch dazu zählt. Gut, das gehen wir dann am besten in der nächsten Folge ab, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.